los, oder? Wenn die Kinder alle oben sind, dann ist so richtiger. Hör doch mal zu. Deswegen war immer Musik drauf. Der Mama bereitet schon unser Frühstück vor. Heute gibt's mal was Frisches, und zwar Wassermelone. Für wen sind diese? Aus unserem Garten. Aus unserem Garten. Die Hunde streiten um meinen Knochen. Hallo, was ist hier los? Noch nie. Das geht doch gar nicht. Jeden Sommer essen wir Wassermelone, du kleine Maus. Geht's dir gut, Lara? So, der Patrick hat sich gerade frischen Schnittlauch gepflückt. Bitte schon, Lara. Patrick? So, die Luisa mag auch. Nein, das ist voll saftig. Voll saftig? So, warte, ich gebe das die kleine. Luisa? Schreck der Stimmung. Warum haben die Hunde, also hat der kleine Hund nicht auch einen Knochen? Ja. Aber von der Sophie ist am besten. Ach so. Nimm deine bitte, sonst geht sie narrisch. Wow, schmeckt's? Ja. Ja? Tuch. Tuch? Ich tu mal nachher Tuch. Mal essen und dann Tuch. Lecker, Lisa? Lecker, Lara? Lecker. So, meine Lieben, wir sind mit dem Frühstück jetzt fertig und ich stehe jetzt im Badezimmer, wie ihr sehen könnt. Ich möchte mich nämlich ein bisschen fertig machen, ein bisschen schminken, weil wir werden heute einen kleinen Ausflug machen, beziehungsweise ist es mehr oder weniger so ein Waldspaziergang, wo wir die Hunde mitnehmen werden und ja, ein bisschen quasi raus aus der gewohnten Umgebung, und da freuen wir uns schon sehr darauf. Aber bevor ich mich jetzt schminke, werde ich noch meine Zahnpflegeroutine machen, die ich jetzt seit neuestem habe. Ich nutze nämlich schon seit einiger Zeit Smile Secret. Das ist hier das Coco Smile. Vielleicht kennt ihr das schon, habt ihr schon mal gesehen. Das ist so ein Kohlepuder. Ich zeige euch mal, wie das ausschaut. Und dabei habe ich auch so, oder dazu habe ich auch so eine Bambuszahnbürste. Meine, nicht wundern, meine ist ja schon ein bisschen schwarz vom Nutzen halt. Und zusätzlich habe ich von Smile Secret auch das Phone Bleaching. Beim Phone Bleaching sind dabei einmal das Gerät, das Phone Bleaching Gerät. Das steckt man hier an sein Handy. Richtig praktisch. Dann ist dann dabei so ein Shade Guide, das ist so eine Farbskala, wo man gucken kann, aha, ich habe gerade diese Nummer, und dann kann ich nach 2-3 Wochen nochmal nachschauen, was hat sich getan, was hat sich verbessert. Sowas ist nämlich richtig, richtig gut, einfach weil der Mensch oder das menschliche Auge, das vergisst einfach so schnell und nimmt also die Veränderungen dann gar nicht wahr. Deswegen ist es wichtig, sowas zu dokumentieren. Dann gibt es ja auch diverse Aufsätze für das Gerät, weil ich habe jetzt hier das für ein iPhone drauf, aber darunter ist es für ein Android-Handy. Und es gibt auch noch so einen Stecker für den Laptop, also für mein USB, also für so ein MacBook zum Beispiel. Da könnt ihr es nämlich auch anstecken. Und dann ist noch dabei das Bleaching-Gel, das ist nämlich auch ganz, ganz wichtig, 3 Stück. Und das trägt man hier auf die Zähne auf, aber das zeige ich euch danach später. Das Bleaching-Gel besteht aus 100%igen natürlichen Inhaltsstoffen. Es wurde von Zahnärzten entwickelt, und da müsst ihr euch überhaupt keine Sorgen machen, dass da irgendwie Peroxide oder so drin sind. Bei Peroxide, das ist nämlich das Schädliche für die Zähne. Und es ist alles hier nicht dabei. Ich zeige euch auch mal gleich, wie ich das verwende. Ich fange immer zuerst mit dem Coco Smile an, also mit diesem Kohlepuder. Dann nehme ich meine Zahnbürste, mache die so ein bisschen nass und danach mit der nassen Zahnbürste einfach da drin. So, danach ein bisschen abklopfen und dann geht's los. Ich putze mir jetzt nämlich damit so die Zähne und die werden jetzt schwarz werden. Meine Zähne mit warmem Wasser ausgespült, wie ihr sehen könnt, nichts Schwarzes mehr zu sehen. Und jetzt kommen wir schon zum nächsten Schritt, und zwar zum Foam Bleaching. Dafür muss ich mir eins dieser Bleaching-Gele rausholen. Das ist ganz einfach, so ein Auftragssystem. Da dreht man da so und dann kommt da oben das Gel raus. Guck mal. Und das trage ich jetzt auf meine Zähne oder bepinsel das so auf meine Zähne. Fertig bin, nehme ich dann mein Gerät und mein Handy natürlich. Das muss ich hier nämlich unten reinstecken.
Dann nehme ich das in den Mund und schalte es hier ein. Das Ganze dauert 16 Minuten. Ich kann jetzt in den 16 Minuten mich ein bisschen hinchillen, ein bisschen fernsehen oder ich kann ein bisschen was am Computer arbeiten. Das schaltet sich automatisch aus, das heißt, man muss sich auch überhaupt keine Gedanken machen, einen Timer setzen oder irgendwas. Und es ist einfach super einfach. Und meine 16 Minuten sind jetzt um. Es hat jetzt gepiept, Gerät hat sich ausgeschaltet. Ich bin jetzt im Badezimmer und werde das jetzt ausspülen. Einfach unter warmem Wasser halten, abspülen, sodass es sauber ist, dass ich es beim nächsten Mal wieder verwenden kann. Und für die Leute, die das auch interessiert und vielleicht das auch mal selber ausprobieren möchten, ich habe für euch einen Rabattcode und zwar könnt ihr 33% sparen. Das Ganze gilt aber nur 24 Stunden. Das heißt, nach 24 Stunden wird der Code einfach in einen 20% Rabattcode umgewandelt. Und ja, falls euch interessiert, dann einfach in der Infobox. Da ist ein Link, den einfach klicken, dann könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Und ich werde mich jetzt noch schnell schminken und dann werden wir ein paar Brote machen und uns auf die Socken machen zu unserem Ausflug. Mama macht jetzt Snacks. Wir wollten eigentlich zuerst, also geplant war, dass wir so Brote mitnehmen, aber das ist überflüssig. Wir haben jetzt nämlich ziemlich gut gefrühstückt und keiner ist irgendwie hungrig. deswegen nehmen wir noch so ein bisschen so Obst. Was nehmen wir? Obst-Snacks. Obst. Obst-Snacks nehmen wir mit. Nektarinen, ein paar Gürkchen. Das ist kein Obst, aber es ist Gemüse. Nehmen wir auch Bananen mit und Äpfel. Hoppst. Wir sind jetzt ready. Alle Kinder angeschnallt, Hunde dabei. Papa ist fertig. Brille auf. Papa, hast du denn meine Brille gespielt? Ich weiß, wo meine sind. In deinem Auto. Jetzt ist es zu spät. Ja, Baby. Ich habe jetzt noch meinen Laptop mitgenommen. Weil ich muss noch ein bisschen Video schneiden. Das Video für heute ist nämlich noch nicht fertig. Und das werde ich jetzt machen. Wir fahren ungefähr eine Stunde. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. So, meine Lieben, wir sind jetzt da. Wir haben unser Auto da irgendwo geparkt und spazieren da mit den Doggies. So, herum, die Kinder sind ein bisschen frisch hier oben. Ich habe Papas Jacke bekommen, weil ich meine Weste... ich habe sie nicht selber angekotzt, sondern die Hunde haben sie angekotzt. Ja. Autofahren mit Hunden ist halt immer so ein Abenteuer, oder? Reingeklebt, oder? Achso, das ist da reingewachsen. Krass. Schon mal. Und da hinten kleben auch Kaugummis. Die erste Trinkpause schon. Die Sophie wartet auch auf ihr Schnückchen. Sophie, bist du durstig? Warum ist da meine... meine Tasche, meine... Ja, sterbte! Dort wusste ich es. Also dabei wollte jemand sehr durstig oder nicht. Der Hand war schon leer, Papa. Die Geräusche. Wenn hast du das Mal Wasser getrunken? Die Sophie tut so, als in 3 Wochen kein Wasser mehr getrunken. Ja, richtig. Wir sind von zu Hause weggefahren, dass wir kurz hier Wasser trinken und ein paar Kekse. Das ist immer so mit unseren Kindern. Wir haben Hunger. Hast du Hunger? Ja, ich habe sicher Hunger. Mein dickes Hunger. Ein dickes Hunger. Ich glaube, ich habe Hunger. Ich habe auch einen blauen Kekse, Hunger. Eigentlich war das für die Luisa, die wollte als erstes einen Kekse. Kann man das geben? Gib her. Die Kleine, sie kriegt als letztes den Keks. Sie wartet noch auf ihren Keks. Ja,
Weil die anderen Raubtiere haben schon noch so Hand genommen. Was ist das jetzt? Okay. So gut. Habt ihr zu viel Wasser getrunken, oder? Endstation. Ja. Kurze Pause. Bitte alle aufsteigen. Forststraße, Entschuldigung. Bitte alle aussteigen. Sophie ist ein Wachhund. Und unsere Kinder schon alle. Die Lara ist so happy, dass sie sitzen kann, oder Lara? Oh, Lisa, bist du auch happy, dass sie sitzen kann? Ich bin auch happy, Mama, dass sie sitzen kann. Wohin dann? Baum! Baum, ja, Schatzi. So Baum! Ein Baum? Ja, so. Ein großer Baum, oder Lisa? Also gehen wir so durch den Wald. Hast du Angst vor Eichhörnchen? Ich hab keine Angst. Ja, sicher. Papa, die können einen tollen Mut haben. Papa, ich hab keine Angst. Ich auch nicht. Ich hab auch keine Angst, aber ich hab Angst vor Tollmut. Eichhörnchen. Ich will mal ein Einhorn sehen. Ein Einhorn, die Lara will ein Einhorn sehen. Jeder will irgendwas anderes. Ja, Einhörner auch toll. Einhörner, keine Ahnung. Das gibt's ja gar nicht. Was? Einhörner. Doch. Schau mal, wie die Luise ausschaut. Die auch das so? Die Luise ist auch eine Nektarin, ja. Doggy, Wasserpause. Papa, kannst du der Lara die Hände abspülen? Du hast doch Wasser. Wie Doggy. Viel Wasser hast du eigentlich mit? Doggy-Wasser. Komm. Dein Papa. Sophie hatte Bauchschmerzen. Lara, wo? Über die Wie hatte Sophie Bauchschmerzen? Weil sie Gras ist. Und wo ist die Seife? Reis. Die Luise, da bin ich jetzt wow. Fertig. So lieb. Luisa, nein. Komm her. Telefon an. Die Luise. Schaut mal bitte, wie schön das hier im Wald ausschaut. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera so sehen kann. Aber die Sonnenstrahlen kommen so durch und es schaut wie so verzaubert aus, wie so in einem Märchenfilm. War das so, keine Ahnung, richtig schön. Wunderschön, oder? Ah, Michel Schatzisas. Gibst du mir einen Kuss? Sei nicht so kalt zu mir, komm. Gibst du mir einen Kuss? Komm, sei nicht so kalt zu mir, komm. Na, dann gebe ich dir dann. Ach, manchmal muss man für Liebe kämpfen. Was? Luisa, Lara und ich sitzen uns, haben uns hergesetzt. Ja, wir schauen uns ja eine Biene an. Die holt sich den Nektar von den Blumen, oder? Damit sie Honig machen kann. Und was wird das hier mit den ganzen Honig essen? Ja. Bitte, Lara? Was wird das hier mit den ganz viel Honig essen? Das ist für ihre Babys, der Honig. Aber die Menschen essen auch Honig. Wow. Wir sitzen hier auf der Jacke. Der Papa, Patrick und Michelle sind da rein runtergegangen. Wir haben uns jetzt in die Sonne hergesetzt. Wir wollten nicht mitgehen. Das war ein Tier. So schaut das aus. Das wird immer dicker. Ich Lara hat sich ein bisschen gekratzt. Da kommt ein Auto. Erzähl mal, Lara. Ich habe leider kein Pflaster gehabt, deswegen habe ich das von der Windel genommen, von dieser Babypants. Ich glaube, ich muss jetzt zum Arzt. Du musst jetzt zum Arzt wegen so einem Babykratzer? Ich glaube, das wirst du schon schaffen. Lisa, schau mal. Also die Kinder haben sich jetzt ihre Schuhe ausgezogen und Lisa gleich die Socken. Socken auch ausziehen? Ich will auch. Ja, mach es einfach. Ich ziehe mir dein Bier an. Natürlich. Und ich helfe dir. Ich gebe sie eigentlich dahin. Sehr gut. Das da. Und die andere Socke auch. Ist das gemütlich hier, Luisa? Wie ist der andere so? Ach, kitzelig.
Ich muss übrigens für die Kinder, glaube ich, Schuhe online bestellen, weil die haben keine Schuhe mehr, also für den Frühling. Aber der Doktor muss auch meinen Fuß wieder heilen. Ja. Weil die Kinder haben gar keine Frühlingsschuhe mehr und die haben jetzt diese Stiefel mitgenommen, weil sonst keine anderen Schuhe mehr passen. Ja, müssen wir bestellen, weil ich wüsste es ehrlich gesagt gar nicht, weil die Geschäfte wieder aufmachen. Michelle ist da! Heidi! Wir müssen sie in den Müll schmeißen. Die Nächsten sind da. Emmy! Die Luisa hat seit neuestem das Singen für sich entdeckt. Jetzt hat sie gerade so süß gesungen. Luisa, singst du nochmal? Lauf, lauf! Luisa, warte, kannst du nochmal singen? Bruder Jakob, Bruder Jakob. Komm! Schläfst du doch? Oh. Bruder Jakob, schläfst du doch? Wir haben es wieder ins Auto geschafft und schaut mal, seht ihr das hier? Da ist der Patrick und die Michelle ist Snowboard gefahren. Mama, du kannst mich nicht wieder mit ihr das hören. Willst du schon streiten? Okay, Michelle, ich darf sie auch mit dir hören. Nein! Bitte! Nein! Doch, komm, sei sie bitte hat mein AirPod verloren. Ich muss das Ganze enthalten. Nein! Doch. Lass sie doch auch, Michelle. Und immer. Fahren wir heim. Wir sind jetzt gerade zu Hause angekommen, kann ich nicht mehr reden. Kopfschmerzen habe ich und bin auch sehr müde. Wir haben jetzt unterwegs noch schnell was gegessen, also haben uns was geholt und der Papa räumt schon den Rucksack aus. Wir sind ziemlich platt, wir werden jetzt uns umziehen und es gemütlich machen und ein bisschen fernschauen. Und ich werde mich auch vom Vlog verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss.